Willkommen zu einem weiteren Video zu Infinite Warfare. Gestern wurde von Infinity Ward eine Liste veröffentlicht mit den ganzen Änderungen, die am Spiel gemacht worden sind nach der Beta. Das heißt, das sind alles Änderungen, die wir im fertigen Spiel von Infinite Warfare dann mit dabei haben werden. Und sehr lange müssten wir ja gar nicht mehr warten, das Spiel kommt schon bald raus und die ganzen Änderungen werden eben mit am Start sein. Es wurde relativ viel gemacht, wie ich persönlich finde. Es wurde an der Time to Kill nochmal gearbeitet, die Sniper wurden ein bisschen verändert, am Leben wurde was gemacht und auch an den Servern wurde was gemacht und noch ein bisschen mehr. Und wir schauen uns die ganzen Sachen jetzt einfach mal an, fangen hier mit den Waffen an und zwar dort mit den Shotguns. Hier ist es so, dass die Consistency der Shotguns ein bisschen verbessert wurde beim Schaden. Das heißt, wenn man ein Gefühl für die Shotguns bekommt, wie viel Schaden die machen und so weiter, dann bleibt das so und man hat nicht bei jedem Schuss irgendwie das Gefühl, die Shotguns machen, was sie wollen, was, denke ich, ganz gut ist. Dann ist es so, dass der Schaden der Shotguns ein bisschen erhöht wurde, das heißt, die machen jetzt auch auf ein bisschen mehr Entfernung noch Schaden. Dann ist es so, dass die One-Shot-Kill-Range ein bisschen erhöht wurde, das heißt, die Reichweite, in der man mit einer Shotgun den One-Shot machen kann, also mit einem Burst, kann man sagen, den Gegner killen kann, die wurde ein bisschen erhöht. Und es ist so, dass bei der Reaver und bei der Banshee der Radius ein bisschen erhöht wurde, in der man mit einem One-Trigger-Pull-Kill die Gegner noch killen kann. Das sind eben Shotguns, die man die ganze Zeit durchtriggern kann und auch da wurde die Reichweite ein bisschen erhöht. Weiter geht's dann mit den ganzen Scharfschützengewehren. Hier ist es erstmal so, dass die Kugelstreuung nicht mehr geringer wird, wenn man gerade anvisiert, also wenn man im Prozess des Anvisierens ist. Wenn man allerdings natürlich komplett anvisiert hat, ist die Kugelstreuung bei 0. Und die Kugel trifft dann auch dorthin, wo man eben hingezielt hat. Das heißt, nur bei diesem langsam Anvisieren ist eben die Streuung nicht verringert und man hat eben immer die Streuung, die man in der Beta hatte, wenn man aus der Hüfte schießt. Dann ist es so, dass der Aim Assist leicht reduziert wurde bei der KBS Longbow und bei den ganzen anderen Bolt-Action-Snipern. Hier ist es dann so, dass man allerdings immer noch ein bisschen langsamer ist in der Bewegung, wenn man im Scope ist, was eben auch ein bisschen einfach helfen soll, dass man auf Entfernung und so weiter gut snipen kann und die Gegner gut wegbekommt. Dann ist es so, dass es keinen Aim Assist mehr gibt bei allen Snipern, wenn man nicht anvisiert. Wenn man natürlich wieder komplett anvisiert hat, ist der Aim Assist wieder da, davor allerdings nicht. Und es ist so, dass beim Elo und beim Scout-Visier die Bewegung ein bisschen erhöht wurde, wenn man gerade anvisiert. Das heißt, die Waffe, die bewegt sich dann automatisch ein bisschen hin und her, kennt man ja aus COD. Und diese Bewegung wurde ein bisschen erhöht. Das heißt, man ist dann nicht komplett ruhig und bekommt die Gegner extrem einfach weg. Dann ist es so, dass beim Tracking-Chip-Visier die Optik ein bisschen verbessert wurde. Was genau da gemacht wurde, weiß ich leider gar nicht. Dann ist es so, dass auch bei einem Aufsatz ein bisschen was geändert wurde. Und zwar ist es so, dass der Schnellziehen-Aufsatz weniger bringt jetzt bei den Snipern als in der Beta. Und außerdem wurde der Flinch erhöht, wenn man angeschossen wird und wenn man gerade Sniper spielt. Ich bin mal gespannt, wie sich die ganzen Änderungen dann auswirken auf die Sniper, wie gut die sind im fertigen Spiel. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass es immer noch leichter ist als in Black Ops 3. Hört sich irgendwie alles danach an. Ich denke aber, es ist ein bisschen schwerer als in der Beta. Und ich denke gerade, dass diese ganzen Quickscopes ein bisschen schwerer geworden sind. Das heißt, Quickscopen ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwerer möglich. Wenn man natürlich gut snipen kann, wenn man gutes Aim hat, denke ich, ist es immer noch möglich. Und wie gesagt, ich bin einfach mal gespannt, wie das dann im fertigen Spiel wirkt. Weiter geht's dann mit den ganzen Werfern. Hier ist es so, dass bei dem Howitzer Granatenwerfer, wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, ein bisschen was geändert wurde. Und zwar ist es so, dass man diesen Granatenwerfer jetzt auch aus der Hüfte abfeuern kann. Man muss nicht komplett anvisieren. Dann ist bei einer SMG was geändert worden. Und zwar bei der Ripper-Variante der RPR Evo. Das ist eben diese ganz seltene, epische Variante, die dann wirklich aussieht wie die Ripper, die wir aus Ghosts kennen. Ich habe dazu auch Gameplay hochgeladen, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und hier ist es so, dass jetzt der Rückstoß ein bisschen erhöht wurde, denn die Waffe, die hat eben eine erhöhte Feuerrate. Der Rückstoß ist aber anscheinend nicht gleichzeitig angestiegen und das wurde jetzt ein bisschen ausbalanciert. Denke ich, ist auch ganz gut. Die Waffe war wirklich krass in der Beta und vielleicht auch wirklich ein bisschen zu stark. Weiter geht's dann mit Perks und mit Rigs. Hier ist es erstmal so, dass Marksman ein bisschen verändert wurde, beziehungsweise da war ein Bug und der wurde gefixt. Und zwar war es so, dass man nicht nur weniger Flinch hatte teilweise, sondern dass man auch allgemein weniger Rückstoß hatte bei den Waffen. Das sollte natürlich nicht so sein. Das wurde jetzt geändert. Dann ist es so, dass bei Momentum der Speed, den man dazu gewonnen hat, manchmal einfach wieder verloren wurde. Das wurde auch gefixt. Und bei Mark Target ist es jetzt so, dass man die Gegner, die eben kurzzeitig rot markiert sind, nicht mehr ganz so stark rot sieht. Das wurde auch ein bisschen abgeschwächt.
Dann kommen wir mal zur Gesundheitsregeneration und zu den Spawns. Hier wurde eine richtig, richtig gute Änderung durchgeführt, wie ich persönlich finde. Es ist nämlich so, dass man jetzt das Leben schneller regeneriert. Das heißt, wenn man angeschossen wurde, dauert es nicht mehr ganz so lange, bis man wieder volles Leben hat. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz gute Änderung, was wirklich auch dafür sorgen wird, dass man nicht mehr das Gefühl hat, dass man die ganze Zeit umfällt einfach. Denn in der Beta war es schon irgendwie so, dass man fast nach einem knappen Zweikampf erstmal irgendwie in der Ecke warten musste, bis man wieder Leben hatte, weil man sich erst dann wieder raustrauen konnte, weil man eh schon so wenig Leben hat, beziehungsweise eh schon so schnell stirbt. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das dann alles spielt, aber das hört sich ziemlich gut an. Dann ist es so, dass Infusion jetzt ein bisschen weniger bringt. Das ist so ein Payload oder ein Trade von einem Combat Rig. Da war es eben so, dass man ein bisschen schneller sein Leben regeneriert hat und das wurde jetzt ein bisschen abgeschwächt. Natürlich, man regeneriert immer noch ein bisschen schneller sein Leben damit, als das eben ohne ist. Allerdings eben ein bisschen langsamer, als das in der Beta der Fall war. Dann ist es so, dass die Spawns verbessert wurden bei den ganzen Beta-Maps mit den ganzen Daten, die man eben hatte durch die Beta. Es wurde gesagt, dass auf jeden Fall an den ganzen anderen Maps weitergearbeitet wird, sobald da dann Daten vorhanden sind. Das heißt, sobald wir da ein bisschen drauf spielen werden, auf diesen Maps werden Daten gesammelt. Die werden dann eben genutzt, um dort auch die ganzen Spawns zu verbessern. Weiter geht's dann mit dem ganzen Salvage, mit den Keys und mit den Drops, also mit den Supply Drops. Und da gab's drei wirklich gute Änderungen. Zum einen bekommt man jetzt mehr Salvage durch die ganzen Mission Teams. Das heißt, wenn man die Mission Teams immer wieder wechselt, wenn man da ein bisschen die Aufgaben macht, die Aufträge erfüllt, dann bekommt man jetzt schneller Salvage. Und ich denke, das ist wirklich gut, denn da hat man ein bisschen wenig bekommen in der Beta und es war dann doch ein bisschen kompliziert, irgendwie Waffen freizuschalten. Und dieses Waffenfreischalten ist einfach ein extrem wichtiges System, wie ich persönlich finde, weil das eben so ein bisschen von der Wichtigkeit der Supply Drops wegnimmt. Und von daher finde ich gut, dass man da jetzt ein bisschen mehr bekommt. Dann ist es so, dass man allgemein ein bisschen bessere Inhalte in den Supply Drops bekommt, was auch wichtig ist. Ich habe während der Beta ein Supply Drop Opening gemacht, habe das nie hochgeladen, weil ich nur Scheiße gezogen habe und es war nicht spannend anzuschauen. Ich war irgendwie selber enttäuscht in dem Video, wollte ich nicht hochladen und ja, da muss auf jeden Fall was gemacht werden oder es musste was gemacht werden und das wurde auf jeden Fall auch gemacht und das finde ich wirklich gut. Und dann ist es so, dass man außerdem mehr Keys bekommt, also mehr Schlüssel, mit denen man dann die Supply Drops bekommt, wenn man rundenbasierte Modi spielt. Das heißt, da war es so, dass da eben noch ein bisschen wenig rausgekommen sind. Damit kommen wir dann zu den Streaks und zu den Rigs. Hier ist es erstmal so, dass drei Streaks verbessert worden sind. Einmal die AP-3X, das ist dieses komische, ja, Flugzeugdingens, diese Drohne, die man über die Map steuern kann. Dieses Teil hat jetzt mehr Leben, verursacht mehr Schaden und hat eine höhere Genauigkeit im Nahkampf. Dann wurde dieser Goliath-Roboter ein bisschen verbessert, der RC-8. Der hat jetzt mehr Leben, mehr Genauigkeit, eine höhere Feuerrate und macht mehr Explosionsschaden. Und dann wurde noch der Tor verbessert. Das ist diese große Streak, mit der man über die Map fliegen kann und Raketen runterschießen kann. Hier ist es zum einen so, dass die Zielsucherraketen ein bisschen schneller fliegen und allgemein ist es so, dass alle Raketen ein bisschen mehr Schaden machen. Finde ich gut, gerade die AP-3X, die höchste Streak, war nicht wirklich gut und da musste auf jeden Fall was gemacht werden. Bei den ganzen Rigs wurden dann allgemeine Balancing-Anpassungen vorgenommen, das heißt, die sollten jetzt alle ein bisschen ausgeglichener sein, da gibt es leider keine genaueren Informationen. Ich denke, das waren dort eher ein bisschen Kleinigkeiten. Damit kommen wir dann zu den ganzen Modes. Hier ist es so, dass bei Defender der Punktebonus ein bisschen erhöht wurde, wenn man die Drohne gerade in der Hand hält, und zwar von 5 auf 10 Punkte pro Sekunde, was, denke ich, wirklich gut ist und auch ein bisschen dazu anheizen dürfte, dass man Objective spielt. Bei Gun Game ist es dann so, dass im fertigen Spiel alle klassischen Waffen verfügbar sind, das heißt, alle kann man da einfach zufällig bekommen und Waffen, die man umstellen kann, wie zum Beispiel die RPR Evo, die behalten ihren Zustand, wenn man neu spawnt. Das heißt, wenn man da irgendwie die Waffe umstellt auf die Sturmgewehrversion zum Beispiel, dann ist es so, dass man, wenn man keinen Kill macht, stirbt und wieder respawnt, immer noch die Sturmgewehrvariante hat und das nicht mehr per Hand umstellen muss. Dann wurde auch bei Domination ein bisschen was gemacht, und zwar ist es hier so, dass man, wenn man einen Punkt einnimmt, dann kurz vom Punkt geht, dieser Punkt langsam wieder diesen Einnahmebonus verliert, den man gerade erzeugt hat, und der geht jetzt langsamer wieder zurück. Das heißt, man hat jetzt im fertigen Spiel die Möglichkeit, eine Flagge fast einzunehmen, kurz runterzugehen, einen Gegner zu killen und wieder zurückzugehen,
muss dann nicht nochmal die komplette Sache neu einnehmen, sondern muss wirklich nur so den letzten Rest noch machen, was denke ich auch wirklich gut ist. Und damit kommen wir dann zum Matchmaking. Hier wurden auch einige Sachen verändert. Da gab es ja einige Probleme, gerade am ersten Beta-Wochenende. Man hat sehr lange Lobbys gesucht und so weiter und da wurde jetzt nach der Beta natürlich auch was verändert. Zum einen ist es so, dass ein bisschen zu sehr auf die Verbindung geachtet wurde anscheinend zwischen verschiedenen Spielern, die in eine Lobby kommen sollten, und das hat einfach dann dafür gesorgt, dass man wenig Lobbys gefunden hat. Es wurde ein bisschen abgeschwächt und man findet jetzt schneller Lobbys. Dann ist es so, dass man manchmal eine falsche geografische Zuordnung bekommen hat. Das heißt, das Matchmaking-System hat nicht richtig gecheckt, wo man gerade ist auf der Welt und hat einen falsch eingeordnet, und das wurde auch gefixt. Und es ist so, dass es anscheinend ein bisschen länger gedauert hat, tote Lobbys zu cleanen, zu säubern. Und auch das wurde gefixt, das wird jetzt schneller gemacht, was anscheinend auch die Suchzeiten ein bisschen verringert. Und dann ist es so, dass man zwar sehr schnell in neue Lobbys gekommen ist, bei schon aktiven Lobbys, egal jetzt ob in der Lobby oder schon im Spiel, hat es allerdings ein bisschen gedauert, bis man nachjoinen konnte. Das wurde auch verschnellert. Auch an der Time to Kill wurde was verändert, und hier ist es so, dass man jetzt noch weniger das Gefühl hat, dass man einfach umfällt. Das war ja ein Problem, gerade am ersten Beta-Wochenende, dass es eben so ist, dass man selber die Leute ganz normal anhitten kann. Teilweise war es aber eben so, dass die Leute nur mal kurz herschauen mussten und man ist einfach umgefallen. Das wurde eben weiter verbessert und es wurde dann auch geschrieben, dass die Time to Kill allgemein weiter beobachtet wird und dann auch nochmal verbessert wird, damit sich das alles vernünftig anfühlt. Dann wurde noch ein bisschen was an den Dedicated Servern geändert. Die wurden anscheinend ein bisschen verbessert. Da hat es irgendwie einen Bug gegeben, so habe ich das verstanden, dass nicht die komplette Leistung der ganzen Server genutzt werden konnte, was dafür gesorgt hat, dass man teilweise schlechte Lobbys hatte, schlechte Verbindungen hatte. Das wurde auch gefixt und die Server, die performen jetzt besser. Man sollte auf jeden Fall bessere Spiele bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das fertige Spiel spielt online. Ich finde, es hört sich zum Teil wirklich gut an, was da geändert wurde. Dass die Sniper ein bisschen runtergedreht worden sind, denke ich, ist nicht schlecht. Dass am Matchmaking ein bisschen was verändert wurde, finde ich auch ziemlich gut. Und was am besten gefällt mir, muss ich sagen, dass man sein Leben ein bisschen schneller regeneriert. Das war ein großer Kritikpunkt von mir. Und ich glaube, das Spiel wird sich wahrscheinlich um einiges angenehmer und auch ein bisschen schneller spielen, wenn man eben sein Leben nach einem Zweikampf sehr schnell wieder auf 100% bekommt. Was eben, wie ich persönlich finde, auch sehr nötig ist, wenn man allgemeine geringe Time to Kill hat. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu den Änderungen sagt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Gerne auch zu einzelnen Punkten ein bisschen was sagen. Ob ihr das gut findet, was zum Beispiel mit den Snipern gemacht wurde oder mit dem Leben und so weiter. Bin ich mal sehr gespannt. Ansonsten war es das dann von mir. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Und falls weiterhin Videos zu Infinite Warfare sehen wollt, dann lasst natürlich gerne auch ein Abo da. Das war's von mir, macht's gut und bis zum nächsten Video.